Herzlich willkommen zu unserem Kurs Programmieren von GUI mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir hatten uns das letzte Mal angesehen, wie man ein Label Frame auf den Bildschirm bringt. Und diesmal werden wir uns ansehen, wie man das Label variabel gestaltet. So, dazu gehen wir gleich in unser Programm hinein. Und wenn wir jetzt hier, oder ich habe hier schon mir ein Icon geladen. So, das ist dieses Cloud-Icon, was wir auch in dem vorletzten Video verwendet haben. Und das packe ich jetzt in ein extra Label ein. Label, ja, wie nenne ich das? F-Label nenne ich das jetzt mal. So. Und hier konstruiere ich mir ein Label. Das gehört zu Root. Da müsst ihr aufpassen. Also das gehört wirklich noch in das Hauptfenster hinein, auch wenn wir das gleich für das Label Frame verwenden. Und als Image gebe ich an img. So. Und das würde mir jetzt, wenn ich das einfach so auf den Bildschirm packen würde, würde mir das dann einfach ein Bild ausgeben, und zwar diese kleine Wolke, die wir verwendet haben. Das will ich aber nicht, sondern ich möchte das Ganze jetzt im Label Frame verwenden. Und da gibt es hier eine Option, die heißt Label Widget. Und dem übergebe ich einfach jetzt das Widget. Da könnte ich auch einen Knopf nehmen, da könnte ich alles Mögliche nehmen, was es eben an Widgets gibt, und könnte das dorthin packen. Aber ich möchte das Ganze jetzt erstmal mit einem ganz normalen Label machen. So, das übergebe ich dahin und alles andere lasse ich. Und wir schauen uns mal an, was ich damit erreicht habe. So, ich speichere es und starte es. So. Und jetzt seht ihr hier, ich habe statt einem Text, habe ich hier oben jetzt meine kleine Wolke sitzen. Und ja, so. Also ich kann damit tatsächlich dann kleine Bilder auf den Rand von so einem Frame setzen. So. Und das ist die eine Sache. Ich könnte aber auch zum Beispiel sagen, ich möchte dort einen Button haben. Und siehe da, ich habe hier oben einen Button und der lässt sich sogar drücken. Ich kann ein Command hineinsetzen, das heißt, der kann mir dann tatsächlich auch noch irgendetwas tun. So, ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich könnte hier auch ein Frame reinsetzen und könnte hier eine ganze Liste von Buttons in diesen Frame hineinsetzen. Das heißt, ich kann das ganz, ganz variabel gestalten. Ich könnte mir hier oben so eine Art Werkzeugleiste hinsetzen, wenn ich sage, gut, also statt dem Button habe ich ein ganz normales Frame, also ein Fenster, in das ich wieder Widgets hineinsetzen kann. Und in diesen Frame, den ich hier oben statt dem Button benutzt habe, da setze ich jetzt wieder Buttons hinein. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren, das funktioniert hervorragend. So, ich möchte jetzt das Video nicht zu lange machen, so damit ihr einfach nur seht, das passiert. Und natürlich kann ich auch, das zeige ich euch noch, kann ich auch über den Label Anchor, kann ich hier das noch überall hinsetzen, eben dort Label Anchor, kann ich das überall hinsetzen, na, was habe ich denn jetzt, wo ich das hinhaben will, nämlich zum Beispiel auch auf den, na, wir machen es jetzt mal auf den linken Rand, und dann sieht das Ganze so aus. Und natürlich könnte ich mir hier auch zum Beispiel dann auch wieder ein Frame hinsetzen, könnte die ganzen Buttons untereinander machen, dann hätte ich meine Werkzeugleiste eben am linken Rand oder am rechten oder unten, so wie man das eben haben will. Also ihr seht, man kann mit einem Label Frame eine ganze Menge auch nochmal bewirken, gestalten. Ob das sinnvoll ist, hängt natürlich dann von eurem Programm ab. Gut, das war's. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann nochmal an, wie wir dem Ganzen eine feste Größe zuweisen können.
zeige euch am Anfang, dass das gar nicht so ohne weiteres funktioniert. Das aber erst im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann drückt mir einen Daumen hoch. Und falls ihr Fragen habt, schreibt die mir unten in die Kommentare hinein und ich werde gucken, dass ich die so schnell wie möglich beantworte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Programmieren.